Ay. Was haben wir denn? Wir haben hier eine Mission für Michael. Und hier eine für Frankie Boy. Ich würde sagen, machen wir mal die von Frankie Boy. Ja, du wirst ja wohl noch starten. Geht doch. Ab durch die Hut. Ich glaube, man wird uns umbringen mit der Karte hier. Aus dem Weg, hier kommt die Polizei. Tatü, tata, die Polizei ist da. Nein. Hier müssen wir links entlang. Der Stretch, ey, ganz ehrlich. Und auch Lamar. Aber auch Franklin, dass er sich da überhaupt reinziehen lässt. Ich verstehe das einfach nicht. Hut hin, Hut her. Ich meine, er ist ja selber schon drauf gekommen, dass es nicht das Wichtigste ist. Und ihn das nicht weiterbringt. Und selbst wenn er da nicht drauf gekommen wäre, ist er doch intelligent genug, um das zu checken. Meine Fresse. Und dann lässt er sich da reinziehen. Das verstehe ich halt echt gar nicht. Okay. Wen haben wir denn hier? Oder was haben wir hier? Oh, hallo. What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw a quarterback blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Shit, man. Oh, hey. I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love like gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh my god, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? Ja, das stelle ich mir auch gerade. Als erstes, what the fuck is wrong with him? Und danach, what the fuck is wrong with Franklin? So, mach deine Fotos. Komm schon, mach deine Fotos, mach sie. Well done on the rehab. Not! Man, they don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. I love her. Komm schon, mach deine scheiß Fotos. You know you want it, Cowan. We done yet? No, she still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are.
Oh shit, jetzt gibt er Gas. Oh, wofür, worauf wartest du bitte schön? Jedes Mal. Darf ich ihn töten? Ciao. Häng die Bullen ab, während ich den... Boah, shit. Du verarschst mich doch, oder? Ich hätte lieber warten sollen. Jetzt wird's nämlich unangenehm. Ich hoffe, dass die Mission nicht verkackt ist dadurch. Oh, shit. Drück auf die Tube, Mann. Go, go, go. I am not going down for this. Ja, ist ja schon gut. Hier kann man sich, glaube ich, ganz gut verstecken. Ja, ist ja gut. Sei doch keine solche Pussy. Einmal Licht aus. Oh, wir sind tolle Freunde. Das macht immer sympathischer. Bring Beverly zu seiner nächsten Observierung. Gerne doch. Hab es an sich zu tun. Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay, okay. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Man, I probably shouldn't talk, dawg, but this is one fucked up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. With muff shots? Miranda Cowan's 39 years old. We just made her day, man. They wanted the tramps. They courted it. It's a beautiful, abusive relationship. So whose day you making it? Samantha Muldoon, the singer. We got a tip-off she's buying a North Korean baby on the black market. The holy grail of adoption contraband. This could define my career. Natürlich. Ich helfe doch immer gerne. All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Kriegt man erst heulen. Darf ich ihn überfahren? Oder ist er schon weg? Silber? Schon weg, schade. Den hätte ich gerne überfahren. So ein blöder Spaten, ey. Okay, was haben wir jetzt? Was steht noch auf der Liste? Tanya. Yippie! Die Crackhure! Nein, ist ja keine Crackhure. Sie ist ja längst aus dem Business draußen. Macht sie ja nicht mehr. Von daher, ehemalige, ne? Sie sieht nur so aus, als wäre sie gestern nach ungefähr 50 Leute drüber gerutscht oder so. Keine Ahnung. Bisschen Musik. Okay, das will ich jetzt wissen. Nicht jeder hat das Zeug dazu, Schnappschüsse von Stars zu machen, Alter. Also habe ich dich bei einem Wildtier-Fotowettbewerb angemeldet. Viel Spaß mit den lieben kleinen Wildtier-Fotowettbewerb. Verpiss dich, du blöder Wichser. Wo bin ich denn?
Alter. Ah, Sonnenaufgang. Ach, ist das schön. Touristik Los Santos. Sie wurden ausgewählt, am ersten Amateurfotoreper von San Andreas im Wildtier teilzunehmen. Gemeinsam mit 100 anderen junger, talentierter Hoffnungsträger dürfen sie Hitzschläge und Gift-Efeu überwinden und, was besonders wichtig ist, die Früchte ihrer Arbeit verschenken. Dem ersten jungen Fotografen, dem es gelingt, die gesamte Fülle der Fauna des südlichen San Andreas einzufinden, bringt ein Leben voller Unterwasserabenteuer und Fotografie. Einsendungen unterliegen folgenden Regeln. Nur Fotos von lebendigen Tieren werden akzeptiert. Tiere müssen in der Mitte des Fotos sein. Fotos, die mit Kamerafiltern oder Rahmen gemacht werden, sind nicht gültig. Selfies sind nicht gültig. Liste der Tiere, die fotografiert werden müssen. Wildschwein, Border Collie, Katze, Hühner, Habicht, Kormoran, Krähe, Huhn, bla bla bla. Alter, jedes Drecksviech auf diesem Planeten oder was? Ein Terrier noch? Na klar. Machen Sie sich als Köder selbst. Machen Sie sich Ihre Köder selbst. Füllen Sie Ihre Drüsen mit Berglöwenphänomen. Reihen Sie sich mit Honig ein. Holen Sie sich in einer Berggrube einen runter. Tun Sie alles, was nötig ist, um den Schuss Ihres Lebens hinzubekommen. Und versuchen Sie, sich nicht fressen zu lassen. Es sei denn, Sie haben Ihr Foto schon hochgeladen. Wir können es kaum erwarten, Ihre Einsendung zu sehen und zu klauen. Viel Glück! Scheiße. Alter, nein! Ihr wollt mich doch verarschen, als ob ich da mitmache. Sie haben noch einen an der Latte, also einen an der Waffel. Und immer Latten am Zaun. Unglaublich. Klar, da mache ich doch mit. Dann bekommen wir was Schönes für uns stellen. Oh je. Scheiße. Oh, nicht so viel. Oh Gott, nein, 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 nein. Buh. Ja, ich kann nicht, weil ich gerade keine andere Mission habe, außer dich. Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone all Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. Well, where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Zum zweiten Mal jetzt. Oder wie? Nein, wir fahren nicht mit dem Motorrad, die will ich nicht hinten dran an mir haben. Das hättet ihr wohl gerne. Ich weiß ja gar nicht, was die unten rum hat. Keine Ahnung. Vielleicht ist es eine von den Bangkok-Transen. Also, ich sehe da keinen großen Unterschied. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Ja, die Wunde ist wahrscheinlich noch nicht verheilt, irgendwie so Herpes und sonst irgendwas. Sie hat doch mit 5 schon angefangen. Sieht bei denen in der Familie. Drecksgema, ich muss ja. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Seoul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. 1, I can't drive. And 2, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause, dear, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey.
Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Oh Gott. Ich kotze gleich. Egal, wir gehen ein bisschen abschleppen. Ich meine, die wurde auch schon oft abgeschleppt. Sehr, sehr oft. Ich meine, die muss unten herum, sieht sie wahrscheinlich ungefähr so aus wie das Auto oder beziehungsweise der Truck, den ich gerade fahre. Den hier steht natürlich einfach so auf dem Behindertenparkplatz. Geht nicht. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Oh, okay, das reicht. Ah, so geht's. Wüsste ich nicht mehr. Lalalalalalala. Ich muss hier mal durch. Ich darf keinen Kratzer in das Auto fahren. Na, na, na. Kein Kratzer. La 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 la, bam! Es gibt mir ein bisschen Vortrieb. Entschuldigung. Sorry. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Da war wohl ein Nachladefehler. Und da sind wir auch schon. Du mich auch. Die machen mir Angst. Ach so, gedrückt halten. Nein, nein, wir werden uns nach Möglichkeit ungefähr nie wieder sehen. Nie wieder. Ich steche mir selbst die Augen aus, bevor ich dich nochmal anschaue. Abkoppelbonus, alles 100%, wunderbar. Nein, geh mal, tut mir leid. Da kriegt man mehr Angst und Bange bei der. Hoppala, Entschuldigung. War keine Absicht. Absolutes Versehen. Michael, my boy. Der macht ein bisschen Sport. Guter Junge. Was haben wir denn mit dem noch? Fremde und Freaks da oben. Ah, ein paar Transporter von Buckstars stehen bei deren Lagerhaus im Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich die von hinten an. Oh, scheiße, das war knapp. Ah, na, 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 im Hafen, also da unten. Oh, cool. Mach ein bisschen Yoga. Bisschen Entspannung. Ah, das können wir doch alle vertragen, oder nicht? Ich brauche jetzt aber erstmal ein Auto, um ehrlich zu sein. Ich glaube, heute fahre ich mal Öko. Und dann nehme ich doch den Smart. Alter, was geht da hinten ab?
Ich muss hier mal durch. Dankeschön. Mach ich mir nicht unbedingt in die Hose wegen dem. Smartfahren ist gut für die Umwelt. Und wir wollen der Umwelt doch helfen. Also fahren wir auch smart. Hör doch auf zu hupen. Was? Oh, Scheiße. Das ist nur euer aller Problem. Oh, shit. Da mal links rum. Also, Bugstar, das heißt, im Klartext, wir holen uns jetzt unsere Gas- und Zeug, so Schädlingsbekämpfungszeug. Na, steht mir falsch abgewogen. Boah, ist das Ding winzig. Sagte sie zu ihm. ja. Eine so schöne Musik. Aber ich muss ja leider. Ich würde ja auch gerne ein bisschen Best Class gern machen. Ich muss halt schauen, alles was halt nicht der GEMA unterliegt. Und somit in Deutschland nicht gesperrt wird. Hier müssen wir rechts rein. Nee. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber wir gehen garantiert nicht vorne rum. Entschuldigung. Mein Fehler. Mein Fehler. Der gehört nicht zu denen. Und hier kann ich eh noch mein Unwesen treiben. Noch in Sportklamotten hier. Okay, jetzt ganz leise. Anschleichen und zack. Hat's ja noch einen? Nee, ich glaube, das ist das Fahrzeug, ne? Nee, da steht niemand drin. Merken tut keiner was. Ich will ihn nicht überfahren, der hat mir nichts getan. Heißt ganz, ganz leise. Ich will ihm echt nichts tun. Oh, zurück. Und weg. Jetzt schließen wir nach Möglichkeit noch die Tür. Sehr schön. Sonst ist es ein bisschen arg auffällig. So. Hier geht's raus. Und schon verduften wir uns. Den haben wir nicht umgebracht, sondern ihn nur lahmgelegt. Mit einem perfekten gezielten Schlag. Ja, wir drehen mal um. Auch wenn man so nicht darf. Ist doch egal. Interessiert uns doch nicht. Ach, wie schön die Welt einfach gestaltet ist. Ich feiere das so sehr. Muss leider sein. Ich singe ein bisschen falsch dazu. Ach ja.
haben wir das Ding auch schon besorgt. Was brauchen wir jetzt noch? Die Waffen brauchen wir nicht. Das wäre ja beim lauten Vorgehen gewesen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war's, oder? Weil hier ist ja schon alles drin. Kleidung. Ausnockzeug. Dürfte reichen. Also dann haben wir wohl alles. Das ist gut. Das ist gut. Ah, den sollen wir hier drunter parken. Können wir ja aus dem anderen Modus. Ach, wie geil. Hier leckt es halt unten das Wasser ein bisschen durch. 100% heimtückische Plage. Also Angriff von hinten. Alright, Lester, we got a pest control van. Good, I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. Alright, I'll see if I can jump one. Oh, okay. Abfangen. Ja, erstmal brauche ich ein Fahrzeug. Mein Junge. So leicht wird das nicht. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ach, das ist doch ganz gut. Bams! Die Bullen werden eh gleich kommen, von daher juckt es kein Schwein, ob wir jetzt einen Stern haben oder nicht. Vollgas. Na, so schnell ist es auch nicht. Das ist so dieser Franklin-Verschnitt. Von der Art her. Habe ich so das Gefühl. Wo ist denn der? Der ist da oben. Also dann einmal auf die Autobahn ausweichen. Und uns das Ding schnappen. So, und da der hier runterfährt in die Stadt, muss er uns hier entgegenkommen. Ich hätte auf der anderen Seite bleiben sollen. Ohohohoho. Sorry, Leute. Ist keine Absicht. Kann ja nichts für. Oh, Scheiße. Ach, das ist er ja. Cloud and Human Transporter. Human Labs. Können wir auch aus dem Online-Modus. Dürfte mittlerweile hochgeladen sein, die Folge. Ah, der will nicht anhalten. Na gut, dann zwingen wir halt zum Anhalten. Komm, raus da. Na geil. Mit dem Fahrzeug hier zwei Sterne entkommen. Das wird schon schwer. Sag ich mal erstmal hier hoch. Ja, da unten, ich werde es kaum über Geschwindigkeit schaffen. Da habe ich mal das überfahren. Entschuldigung. Da oben haben wir gleich den nächsten. Na, oh, 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 das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wobei hier hätte ich vielleicht doch nicht reinfahren sollen. Zu spät. Ganz hinten. Wenn es nicht klappt, geht's von neuem los. Der erste fährt vorbei. Was, ein Heli? Wieso denn? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die werden garantiert hier reinfahren. Nein, sie haben mich. Das ging viel zu schnell. Entschuldigung. Muss hier durch. Muss hier durch. Ich fahr mal hier entlang. Nee, ich werde garantiert nicht anhalten. Bin ich bescheuert oder was? Sieht so idiotisch aus. Na klar, ich fahre den direkt vor die Polizeibude. Besser aus, wir konnten ihn nicht finden. Boah, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Genau, nochmal jemanden beleidigen. Boah, verzieh dich doch da.
die Frage, die sich halt stellt hier. Ja, wir halten das mal hier. Handbremse. Ja, wir haben's. Und auf geht's. Ja, ein bisschen was zum Abliefern. Puh, zum Glück waren das jetzt nur 2 Sterne, weil mit 3 Sternen mit dem Fahrzeug hier, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Dann kommen die scheiß Helis, ja, die verfolgen dich die ganze Zeit überall hin. Und wenn du schnell genug bist und irgendwo gescheit abkürzen kannst, dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Das heißt so, wir liefern jetzt das Fahrzeug, welches wir brauchen, beziehungsweise das Fahrzeug brauchen wir nicht. Wir brauchen das Gas, welches drin ist. Da haben wir ja vorhin getäuscht. Das ist ja gar nicht bei Pest Control mit drin, sondern Human Labs hat es. Und das liefern wir jetzt auch zu Lester rüber. Lester Schwester, ich komme. So. Der andere Wagen wurde von irgendjemandem schon weggefahren. Okay. Lester anrufen. Hey, Lester. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Okay. Sieht gut aus.